Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Überschrift hat euch verraten, warum ihr eingeschaltet habt. Ich war bei DM und wollte euch meinen Einkauf zeigen. Herzlich willkommen, ihr seid dabei. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken. Es geht los. Ich war nämlich vor kurzem, das kann ich ja gleich mal dazustellen, dann wisst ihr auch, worum es geht. Es gibt ja Menschen, die haben Haarausfall, so wie ich heute, also seit längerer Zeit schon. Es gibt welche, die haben das wegen Stress, wegen Hormonen, wegen Schwangerschaft, wegen Jahreszeitenwechsel und sonstigen Gründen. Ich weiß nicht genau, woran es bei mir liegt. Ja, ich könnte es testen lassen. Gut, zum Thema an sich. Ich habe mir Plantur 39 gekauft. Verdammt. Und zwar habe ich mir erstmal das Phyto-Koffein-Shampoo gekauft. Ja, speziell für koloriertes Haar. Ihr wisst ja, meine Haare sind momentan pink-lila, auch wenn man mich jetzt gerade nicht sieht. Und ab 40, ich habe mich schlau gelesen, in meinem Alter kann das jetzt auch schon verwendet werden. So. Das hatte ich jetzt vor kurzem mir gekauft. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon so weit leer. Und zusätzlich habe ich dann noch gekauft, und zwar heute, weil es waren nämlich zwei Hauls, das Phyto-Koffein-Tonikum. Und zwar ist das, weil ich wasche meine Haare ja nicht ganz so oft, auch wenn sich das jetzt sehr eklig anhört. Übrigens kann ich euch unten nochmal meine Haarpflegeroutine verlinken. Da ich meine Haare jetzt nicht regelmäßig wasche, also nicht täglich, wird empfohlen, dass man dann die Tage, wo man nicht wäscht, also quasi jeden zweiten Tag, dass man da dieses Tonikum benutzt. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht eine ganz coole Alternative, um mein Haarwachstum mal wieder so ein bisschen in Schwung zu kriegen. Des Weiteren habe ich nämlich auf verschiedenen Blogs und Kanälen gehört, dass das wohl relativ gut für den allgemeinen Haarwachstum sein soll. Deswegen werde ich das mal testen. Ich werde euch natürlich berichten, soweit es sich darüber zu berichten lohnt. Hier oben haben wir übrigens ein bisschen Hundehaare, das soll uns aber nicht weiter stören. So, übrigens, danke für die 110 Daumen hoch zu meinem Video, wo es darum ging, abzustimmen per Daumen hoch, meinen Freund mit Maske zu sehen. Ich werde das Bild jetzt auf Instagram hochladen. Den Instagram-Link findet ihr unten in der Infobox und ich wünsche euch richtig viel Spaß mit diesem wunderschönen Foto. Ja, dann seht ihr übrigens auch mal, wer der Mann an meiner Seite ist. Jetzt kommt das Eigentliche, und zwar dieses wunderschöne Abspülmittel. Ich habe das schon in Gelb, in der, glaube ich, irgendwie eine Tropic Edition oder wie auch immer sich das schimpft. Jetzt noch einmal in der Version. Als ich das erste Mal gerochen habe, ich fand es richtig eklig, richtig räudig, also richtig, boah. Heute habe ich dran gerochen und ich denke, ach Mensch, das ist aber schön. Deswegen habe ich es mitgenommen. Dann kann ich euch sehr, 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 sehr ans Herz legen, diesen Teekanne Blueberry Muffin Tee. Das ist meine, glaube ich, zweite oder dritte Packung schon. Ich mag eigentlich gerne Tee. Allerdings hat Tee für mich immer so diesen Jugendherbergscharakter. Das heißt, 8 Liter Wasser und 3 Teebeutel. Ich glaube, es weiß jeder, der schon mal in der Jugendherberge war, was ich meine. Diesen typischen Früchtetee, ja. Aber dieser Tee schmeckt jetzt mal wirklich für meine Geschmäcker richtig geil. Ich liebe den. Ich könnte mich da reinsetzen. Ich habe auch schon Lemon Cheesecake und Apple Pie probiert. Mag ich auch gerne, aber der toppt wirklich alles. Ich trinke dann wirklich ungelogen manches Mal 3 Liter Tee am Tag, weil ich den so scharf finde. Für eure Spaßfüchse unter euch, der kostet bei DM 2,25 Euro. Und Achtung, Sparfüchse, bei Rewe kostet der nur 2,15 Euro. Tete. So, dann habe ich eingekauft. Ich muss mich mal gerade anders hinsetzen. Ich würde mich auch gerne heute vor die Kamera schwingen. Allerdings sehe ich so zerstört aus. Ich komme gerade vom Sport, habe geduscht und bin einfach gerade nicht vorzeigbar. Ich bin da ganz ehrlich. Also quasi so wie jeder Mensch sonntags morgens am Aufstehen. Balea, totes Meer, Salzdusche. Ich habe nämlich jetzt gerade schon wirklich alle Sorten von Balea durch an Duschgel. Ich nehme wirklich nur Balea Duschgel und ich kann wirklich mit richtig gutem Gewissen sagen, ich habe alles durchprobiert und die hatte ich einfach nicht. Und deswegen dachte ich, probierst du das mal aus. Gut, das mit Lemon, Gras und Aloe Vera habe ich jetzt auch noch nicht, aber das hat mich noch nicht so angesprochen. Dann, ganz ehrlich, warum habe ich eigentlich nicht gewusst, dass es die bei DM gibt? Ich stehe ja wirklich auf Vanille. Orange hat immer so ein bisschen den WC-Charakter, aber in der Kombination riecht es eigentlich ganz lecker. Und zwar ist das so ein ganz weicher, kuscheliger Orange-Vanille-Duft. Riecht so ein bisschen nach diesem einen Eis, was ihr, glaube ich, alle kennt, aber ich aber nicht weiß, wie das heißt. Ich meine auch was mit Ed von Schleck.
Das war reduziert auf 1,50 und da sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 Dinger drin. Und da ich momentan einen mega Kerzenverschleiß habe, weil ich ja so ein romantischer Mensch bin, kann man das ja ruhig mal machen. Zum Thema Romantik und Kerzen kommen wir aber gleich noch. Dann habe ich jetzt hier dieses leider nicht erkennbare, nämlich in Mintgrün, passend zu meinem Badezimmer, leider ist es hier etwas blau, eine feuchte Toilettenpapierbox gekauft. Oh, ich bin wirklich gerade etwas unbequem hier. Ja, leider sieht man das jetzt hier vom Licht nicht so gut. Ich habe nämlich normalerweise die feuchten Toilettenpapiertücher für, weiß nicht, 65 Cent oder so. Und das sind so eine kleinen Pakete und dafür habe ich auch eine Box. Und dann versuch mal, diese 1,25 Riesenpapiere in diese kleine Box zu falten. Ich habe da wirklich minutenlang dran rumgebastelt und ich glaube, ich habe so lange gefaltet, bis 50% der Tücher einfach nicht mehr feucht waren, also quasi witzlos. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal so eine große Box mitgenommen. Fürs große Geschäft eine große Box, ein großes Papier. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt Camille Deluxe. So, übrigens befindet sich hier gerade, wir sitzen gerade kniend in meinem Flur auf meiner dekorierten, und da kommen wir hier schon gleich, IKEA-Ablage hier. Die sind neu. Die haben sie heute eben gerade eingeräumt. Und zwar Gläser mit Kerzen drin, mit Honigkuchenduft. Alte Scheiße, riecht das geil. Ich bin wirklich noch nicht auf dem Weihnachtstrip, definitiv nicht, aber mein zartes Näschen sagte mir, wenn du das nicht kaufst, trete ich dich sowas von in den Arsch. Es war wirklich, wirklich, wirklich ein nasaler Orgasmus und ich habe es mir gekauft. 1,79, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, und jetzt habe ich noch zwei Sachen, die jetzt eigentlich nicht weiter erwähnenswert sind, aber der Vollständigkeit halber. Hier habe ich übrigens den Rest mit meinem kleinen Dekomäppchen. Noch einmal saugstark Küchentücher und nochmal für XXL-Geschäfte ein XXL-Packung Schachtpappe. In diesem Sinne verantworte ich, oh Gott, es ist soweit, ich verabschiede mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, wenn ihr noch Langeweile habt und mehr von mir sehen möchtet, klickt mal unten durch die Infobox oder durch Instagram oder durch andere Videos oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Und probiert doch bitte, bitte mal diesen Honigkuchen-Duft-Kerzenglashalter mit Inhalt und Kerze. Die riecht perfekt für kuschelige Abende zu zweit. Bis dann. Tschüss. Ich kuschel jetzt. Sofort. Jetzt.